Hallo, hallo, hallo Leute, hallo alle zusammen. Wir machen einen Unterricht 1 für Ernährung. Das ist Ernährungsgewohnheiten, que en español es Hábitos Alimentarios. Ach so, meine Damen und Herren, wir werden Deutsch lernen. Hier habe eine Vokabularliste. Also wir sind in Karwoche. Was ist Karwoche? Semana Santa. Und hier wir werden lernen. Vielleicht neues Worten und palabras nuevas, como ya lo había comentado, y adverbios de frecuencia. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Wir haben eine Vokabularliste und wir hier haben der Tee, el Tee, der Reis, Arroz, die Erdbeere, que es Fresa, das Müsli, Cereales. Otra palabra importante, zum Beispiel, por ejemplo. Zum Beispiel. Zum Beispiel, cuando uno quiere decir, por ejemplo, zum Beispiel. Schinken, jamón, Schinken. Y esta palabra está bastante interesante. Schleißlich. Schleißlich. Slice. Schleißlich. Finalmente. Schleißlich. Und. Schleißlich. Bestelle. Ordenar. Hier habe das Thema. Das Thema ist Ernährungsgewohnheiten. Hábitos alimentarios. Und. Wir haben zwei como dos tipos de hábitos alimentarios. Hier habe gesund und ungesund. ¿Se acuerdan de la de Gesundheit, que es salud? Pues aquí gesund es saludable u Und ungesund es no saludable o comida chatarra, como lo vemos. Pues aquí en esta imagen wir haben eine Hamburger, Tomato Sauce, Pommes, Coca-Cola, Wurstbrot. Hier habe ich Zwiebelring, Pizza, Chips. Nacho, Popcorn und Erdnuss. Das ist total ungesund, Essen. Naja. Und hier, wir haben gesund Essen. Hier, das ist ein Zitrone, Orange, Apfel, Ananas, Avocado. Brokkoli hier, Tomate, das ist Traube, Uvas, Traube. Entonces vamos a ver un videito. Entschuldigung. Mahlzeit. Mahlzeit, Andreas. Schnitzel Pommes. Hallo. Hi.
Was gibt es denn heute? Schweineschnitzel und Pommes. Das ist eine Kartoffelcremesuppe. Schokopudding und Salat gibt's nur heute. Guten Appetit. Was ist das denn? Deine Portion ist ja für den hohlen Zahn. Hohlen Zahn? Hast keinen Appetit, Torero? Doch sehr. Das ist meine Vorspeise. So, so. Beeil dich mal lieber. Wir haben gleich noch einen Termin. Schon. Aber die Pause hat doch gerade erst begonnen. In Spanien haben wir 2 Stunden Mittagspause. Dein Stündchen schlägt gleich, amigo. Wenn wir nicht rechtzeitig kommen. Ein Wiener Schnitzel, bitte. Leider schon aus. Es ist zu spät. Oh, okay. Knurrt dein Magen? Hättest halt was Ordentliches gegessen bei Tisch. Morgen mache ich es wie die Deutschen. So, und das ist alles. Wir haben so Vokabular, interessante Vokabular hier. Schnitzel Pommes. Entschuldigung, eine Minute bitte. Das ist besser. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit ist... Buen Appetito. Mahlzeit. Mahlzeit, Andreas. Schnitzel, Pommes. Schnitzel ist como una chuleta, como milanesa. Schnitzel y Pommes. Son papas fritas, como yo. Como hemos visto en la primera imagen de un gesund Essen. Schnitzel. Und das ist. Das ist Salat. Und das ist Kartoffel. Vielleicht das ist Kartoffel und das ist Salat. Kaffee. Und das ist. Schokolade mit Creme. Kaffee mit Schokolade. Hallo. Vielleicht. Was gibt es denn heute? La pregunta, was gibt es denn heute? ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Qué es lo que hay para hoy? Ja, Lise. Schnitzel, pues sabemos que chuleta, pero es weines. Es chuleta de cerdo, Schweine, Schnitzel und Pommes. Das ist eine Kartoffel. Ah, eine Kartoffelcreme Suppe. Una sopa de crema de papa. Una crema de papa, muy bien dicho. Kartoffelcreme Suppe. Schokopudding. Schokopudding und Salat. Es lo que hay para hoy. Das gibt es nur heute. Guten Appetit. Bueno, y al último, pues él como que dice que en España wir haben zwei Stunden für Mittagessen, pero ahí en Deutschland tenían ya como una reunión, entonces tienen mucho menos tiempo. Vamos a leer este texto. Wir werden das Texte lesen. Victoria's
Ernährungsgewohnheiten. Comida, o sea, el hábito alimentario de Victoria. Entonces vamos a leer. Essen ist mir ganz wichtig. Ich esse gerne, weil ich immer weiter neue Dinge ausprobieren kann. Ich weiß, viele leckere Dinge sind ungesund, also esse ich sie nicht oft. Ich esse fast immer Fleisch. Ich brauche viel Protein, weil ich ins Fitnessstudio gehe. Zum Frühstück habe ich meistens Brötchen und Schinken mit Kaffee ohne Zucker. Moin, hemos visto Schinken, Hamon. Brötchen und Schinken mit Kaffee ohne Zucker. Vormittags esse ich oft Obst, zum Beispiel Apfel oder Mandarinen. Zum Mittagessen esse ich zu Hause gesund, aber manchmal muss ich in Fastfood-Restaurants in der Nähe meine Arbeit essen. Ich esse nie bei McDonald's, weil ich es echt schrecklich finde. Schrecklich. Terrible. Schrecklich finde. Schließlich küche ich zum Abendessen Pasta mit Hähnchen. Wenn ich müde bin, bestelle ich Pizza oder Sushi, aber ich mache das selten. Bueno, aquí lo que podemos ver son verbos de frecuencia. Entonces, immer, aquí lo escribí mal, immer, con doble M, siempre, fast immer, casi siempre, meistens, la mayoría, oft, frecuentemente, manchmal, regularmente, ni, nunca, selten, rara vez. Y acá dice, Essen ist mir ganz wichtig. La comida para mí es muy importante. Ich esse gerne, me gusta la comida, porque, weil ich immer wieder neue Dinge ausprobieren kann, porque puedo probar nuevos platos, o sea, nuevas cosas, porque puedo probar nuevas cosas, porque siempre puedo probar nuevas cosas. Estamos hablando de verbos de frecuencia. Ich weiß, yo sé, viele leckere Dinge sind ungesund. Yo sé que muchas deliciosas cosas son insaludables. Also esse ich sie nicht oft. Aunque yo no los como muy frecuentemente. Ich oft. Este es otro verbo importante. Oft. Ay, se me va a ir esto. Dankeschön. Ich esse fast immer Fleisch. Yo como casi siempre carne. Ich brauche viel Protein. Necesito mucha proteína porque voy. Porque estoy yendo al gimnasio, Fitnessstudio Gehe. Para el desayuno habe ich meistens Brötchen und Schinken mit Kaffee ohne Zucker. Para el desayuno regularmente acá faltó el verbo. Por ejemplo, essen. Zum Frühstück habe ich meistens regularmente para el desayuno regularmente como panecillos con jamón y café sin azúcar. Vormittags es para el almuerzo. Vormittags esse ich para el almuerzo. Yo como frecuentemente verduras, por ejemplo, manzana o mandarinas.
Para la cena o para la comida, yo como en la casa comida saludable, gesund. Pero manchmal, regularmente, pero regularmente tengo o debo que ordenar, a ver, muss ich in fast food restaurants in der Nähe. Aber manchmal muss ich in fast food restaurant in der Nähe meine Arbeit essen. Pero regularmente tengo que tengo que comer en restaurantes de comida rápida cerca de mi trabajo, de mi lugar de trabajo, sí, de mi trabajo. Ich esse nie bei McDonald's, weil ich es schrecklich finde. Nunca como en McDonald's porque me parece que es terrible, es horrible. Para finalizar, schließlich koche ich zum Abendessen Pasta mit Hähnchen. Para finalizar, yo cocino en las tardes. O sea, para Abendessen, para. Sí, para la cena, yo cocino pasta con pollo. Wenn ich müde. No me acuerdo qué es müde, vamos a buscarlo en Pons. Entschuldigung, müde. Creo que es cuando estoy cansada, sí. Cuando estoy cansada. Vea, nueva palabra, müde. Wenn ich müde bin, cuando estoy cansada, ordeno, bestelle ich pizza, ora sushi. Ordeno pizza o sushi, pero eso lo hago rara vez. Ich mache das selten. Entonces, para preguntar por la frecuencia de una actividad o de cada cuánto come o toma algún alimento, la pregunta que se formularía es: Wie oft isst du gesund essen jeden Tag, por ejemplo? ¿Qué tan frecuente comes tú comida saludable todos los días? Y acá pues tenemos unos ejemplos. Ich esse immer zwei Pizzakarton am Montag. Yo como siempre dos cajas de pizza en el mes. Ich esse oft im Restaurant. Como frecuentemente en el restaurante. Ich esse meistens Reis für Mittagessen. La mayoría de veces como arroz para el almuerzo. Ich trinke nie Tomatensaft. Nunca tomo tomate de jugo. Ich trinke fast immer Coca-Cola jeden Tag. Tomo casi siempre Coca-Cola todos los días. Ich esse selten Sandwich mit Käse. Como rara vez sándwich con queso. Bueno, acá tenemos un ejercicio que de comprensión de audición. Entonces vamos a ver cómo nos va. Schritt A. A1 A. 1. Ich bin nämlich Vegetarierin. Ich esse nie Fleisch. Okay. Ella dice: Eva, ese ni Fleisch. Wie oft essen die Personen Fleisch? Eva nie esse Fleisch. Volvamos a escuchar. Schritt A. A1 A. 1. Ich bin nämlich Vegetarierin. Ich esse nie Fleisch. Ich esse nie Fleisch. Ich esse nie Fleisch. Ella dice: Ich bin Vegetarierin. Ich bin Vegetarierin. Ich esse nie Fleisch. Vamos por el segundo. 2. Ich esse schon ganz gern Fleisch, aber Fleischgerichte koche ich nur manchmal für Niki und mich. Eva ist ja Vegetarierin.
Okay. Diese Gemeinschmal. 3. Ich esse total gern Fleisch. In der Schulmensa nehme ich das Fleischgericht oder ich gehe mit meinen Freunden in ein Fastfood-Restaurant. Super. Also, ich denke, ich esse oft Fleisch. Ich esse oft Fleisch. Okay. 4. Also, ich bin kein Vegetarier. Ich esse eigentlich alles gern. Fleisch, Fisch, Gemüse. Fleisch esse ich wahrscheinlich so einmal pro Woche, also eher selten. Eher selten. Sie ist nicht Vegetarierin, aber Tim esse Fleisch einmal pro Woche. Ach so, das ist selten. Rara vez come carne. Aquí tenemos más vocabulario que podríamos usar. Wie oft isst oder trinkst du? Ach so, es como... entiendo. Naja, es como... Sí. Moment, ich denke nach. Por el momento creo que... O pienso que... Ich weiß nicht genau, aber... Es ist aber keine... Creo que no está bien, pero... Ich weiß nicht genau, aber... Ich weiß... Por ejemplo, podría decir... Ich weiß nicht genau, aber... Ich... Ich esse... Es... Fünfmal... Fünfmal... Pizza Kartone jeden Tag. Por ejemplo, ich glaube, yo creo, ich denke, yo pienso, immer, jeden Tag, fast immer, fünfmal pro Woche, meistens viermal pro Woche, oft dreimal pro Woche, manchmal zweimal pro Woche oder Monat, selten einmal pro Woche oder Monat oder Jahr. Oder nie. Hier habe eine Tabelle und wir muss notieren das gesund oder ungesund Essen hier. Was essen und trinke Jan? Zuhören und dazu. Wie oft und wann? Machen Sie eine Tabelle und notizieren Sie. Entonces acá vamos a leer la de Valeria. Dice, Valeria, man sagt, die Deutschen essen gern Fleisch und Kartoffeln und sie trinken oft Bier. Aber das stimmt doch nicht, oder? Schreibt mir, was esst und trinkt ihr so? Jan, diese, ich bin viel unterwegs und habe oft keine Zeit für eine richtige Mahlzeit. Como Mahlzeit es, también se puede, o sea, aparte de decir para... Es como una expresión de buen provecho. También es como... como ir a comer en el espacio, pues, de almuerzo que le dan en el trabajo. De Mahlzeit. Denn hole ich mir mittags oft nur schnell eine Wurst. Und ich liebe Kaffee. Morgens, mittags, abends Kaffee kann ich immer trinken. 8 Tassen pro Tag sind es bestimmt. Bueno, aquí exagera un poco y dice que se toma 8 tazas de café al día. Que para él es lo mejor. Sören dice, ich finde gesundes Essen wichtig. Zum Frühstück gibt es
Meistens Obst oder Joghurt. Zum Mittagessen gehe ich in die Kantine. Ich nehme fast immer das vegetarische Gericht. Am Abend esse ich oft einen Salat. Manchmal Fisch mit Kartoffel. Und dazu, ich lebe seit 3 Jahren in Deutschland und habe viele Gewohnheiten übernommen. Zum Frühstück esse ich fast immer ein Marmeladenbrot. Deutsch Fleischgerichte esse ich auch manchmal, aber kein Schweinefleisch. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Dice que Jan come Wurst, come una salchicha, Wurst, frecuentemente, oft. Van Mittag también café siempre, ima. Für mittags. Das ist alles. Und Sören er sagt Obst. Es ist glücklich, mehr saludable, gesund, Obst und Joghurt. Joghurt, Entschuldigung. Das ist meistens für Frühstück. Vegetarische und Gericht fast immer. Meine gut. Das ist für Mittagessen. Super. Und hier habe also Salat oft. Das ist für Abend. Und he sagt Fisch. Entschuldigung, das ist eine S hier. Fisch mit Kartoffel. Manchmal. Und zum Beispiel, Entschuldigung, zum Schluss. Hier habe Arzu. Hier sagt Marmeladenbrot. Das ist interessant. Marmeladenbrot. Fast immer. Für Frühstück. Frühstück. Alles stream mal ist primär H und dann S. Deutsch Flasche. Gericht. Gericht
Gerichte. Und das ist manchmal. Und zum Schluss. Oder. Ich weine Fleisch. Que es como chuleta de cerdo, Schweinefleisch. Nee. Und das ist alles. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Tschüss.